Der Schlaf tat gut. So, mal ganz kurz. Oh ja, den Stein, den ich unten aus der Kiste habe, den werde ich noch brauchen. Ah, hier ist die Tür. Oh Gott. Da. Das kann dort rein. Hehe. So. Wollen wir mal weiter gucken. Ich ziehe mich erstmal wieder an. Sicher ist sicher. Hallo? Ist hier jemand? Ganz viele leckere süße Früchte. Lecker, lecker, lecker. Was ist das hier? Was ist? Okay. Ey, die kann. Oh. Oh, die sind lecker. Was? Ich hoffe, das hat die Fräulein Sissi jetzt nicht gesehen. Ich habe nichts gemacht. Da springt das Fräulein Sissi rum. Da war sie wieder weg. Oh, da oben. Ups. Hallo. Hallo. Hi. Herr Tobias, ich hätte zwei Anliegen an Sie. Ja. Und zwar, ich brauche von diesem kaputten Stein. Davon? Ja, 2x64 Stück. Also zwei Stapel. Ja. Dann. Ja, weiter. Dann ein Stapel halbe Steine davon. Halbe. Ja, kann ich machen. Und zwei Stapel Treppen. Ja, kann ich auch machen. Erstmal. Da. Wie viel sagten Sie von diesen halben Dingern? Ein Stapel. Einen ganzen? Ja. Da es nicht anders auskommt, zwei geschenkt. Also kriegen Sie zwei noch dazu. Ach, danke. Wie viele Treppen? Zwei Stapel. Okay. Dankeschön, was bekommen Sie? Sagen wir mal 5 Eisenmünzen. Dann kommen Sie mal kurz mit, ich habe alles in der Kiste. Bitte was? Wollen Sie sich ein Haus oder wie? Ja, ich brauche aber noch Holz dazu. Achso. Da den Schrein habe ich heute noch nicht gesehen, aber hier ist glaube ich Holz drin. Was man benutzen darf. Hi. So, und das zweite Anliegen ist, Sie wissen ja, ich bin für die Sicherheit in der Stadt zuständig. Ja. Und ich habe Sie am
heutigen oder gestrigen Tag, als ich auf Erkundung war, beziehungsweise um was zu erledigen, habe ich sie und das Fräulein Sissi gesehen in dem kleinen Dorf, was Richtung Norden liegt, Ja. wie sie unter der Erde rausgekommen sind. Als ich Ja. das dem Herrn Melvin gesagt habe, haben wir nachgeguckt und da haben wir unter dem einen Haus ja ein großes Loch gefunden mit einem Käfig drinne, wo Monster rausgekommen sind. Das haben wir auch nur da entdeckt und wir haben es halt versiegelt. Okay, das Merkwürdige ist nur, wir haben uns dann bei ihnen unten mal, wo du runter geht, umgeguckt und da ist das Gleiche, nur etwas kleiner. Ja, da habe ich geschafft, das zu entschärfen. Das sieht nämlich recht merkwürdig aus mit den Fackeln drumrum. Ja, ich habe herausgefunden, dass wenn die, also diese Käfige, wo die Viecher rauskommen, deaktiviert sind, wenn da Licht drum ist. Okay. Viel Licht. Seltsam ist nur, dass es direkt darunter geht in diesen Raum, ihr Weg, und alle Erzvorkommnisse, ja, eigentlich unberührt sind, die auf dem Weg liegen. Ja, da mir der Herr Ramon drum gebeten hat, dass ich die erstmal noch nicht abbaue, solange wir noch keine Schmiede haben. Also nicht einfach alles abbauen, abbauen, abbauen. Aber warum nicht? Da hat man doch was auf Und zudem habe ich auch Vorrat. derzeit noch nicht so viel Kist Lagerplatz. Weswegen ich das auch noch nicht möglich ist. Okay. Sprich, ich muss mir bei dem Schreiner noch Kisten besorgen. Naja, Sie müssen verstehen, sowas sieht halt Ist merkwürdig aus. merkwürdig. Ja, kann Wir ich sind verstehen. erst davon ausgegangen, dass Sie beide vielleicht was mit den ganzen Monstern hier zu tun haben. Nein, das haben wir ganz sicher nicht. Weil schließlich greifen, wie Sie gesehen haben, wahrscheinlich auch greifen sie auch uns an. Das kann ja alles nur Tarnung sein. Also wollen Sie mir unterstellen, dass ich mit dem Monster was zu tun habe und sie umbringe? Das stimmt. Unterstellen tue ich nichts. Ich stelle nur Nachforschungen an, wenn etwas merkwürdig ist. Ach so. Okay. Apropos Also nein, mit den merkwürdig. Monstern habe ich auf jeden Fall nichts zu tun. Okay. Ich bin vorher mal bei diesen komischen Leuten mit den Schwertern da vorbeigelaufen. Und die haben mich dann einfach angegriffen. Und ja, Vielleicht haben die ja haben. was mit den Monstern zu tun, weil die werden von denen ignoriert. Okay, haben Sie diesen Hunter eventuell gehauen, angefasst oder berührt irgendwie? Nee, ich stand nur relativ dicht neben denen und hab die Früchte von dem Baum geholt. Soweit ich weiß, ich hatte ja auch schon mal das Problem mit denen, greifen die einen nur an, wenn man sie angreift. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da, man muss aber aufpassen, weil wenn man einen zum Beispiel aus Versehen angreift und welche von denen, nenne ich jetzt mal, sage ich jetzt mal, in der Nähe sind, kommen die dem zur Hilfe. Ja. Sprich, dann wird man, wenn man Pech hat, von so einer ganzen Gruppe verfolgt. Ja gut, dann hat man Pech Ein gehabt. Problem. Ich bin dann einfach umgefallen und als ich wieder aufgewacht bin, waren die wieder total friedlich. Das ist schon komisch. Also, ich kann nur daraus schließen, dass sie doch vielleicht irgendwie ihnen Schaden zugefügt haben. Nicht bewusst. Ja, okay, für die war das vielleicht dann in dem Moment eine Kriegserklärung. Oder eine Geh Aufforderung jetzt zum erstmal wieder in Kampf. meine Hütte. Ja, okay, viel Spaß. Okay. Ich verstehe den Minenarbeiter einfach nicht. Ja, Kriegserklärung durch was? Keine Ahnung, vielleicht hat der Baum den gehört, wo sie die Früchte gepflückt haben. Oder es,
Das war ein Stück Land, von denen ich weiß es nicht. Also mich haben sie damals nur angegriffen, wo ich die aus Versehen gehauen habe. Okay. Hauptsache, sie lassen mich jetzt in Ruhe. Ja, ich werde das aber weiter beobachten. Okay. Und wenn doch nochmal sowas passieren sollte, dann einfach Bescheid sagen. Werde ich machen. Alles klar. Dankeschön. Ja. Schönen Tag noch. Ebenso. Ah, hier ist aber nicht das Holz, was ich brauche. Doch, hier. Haha. Schreiner ist nicht da. Ob ich mir die Kiste ausleihen kann? Wo? Okay, was macht der Herr Melvin hier oben? Den Herrn Melvin. Erschrecken Sie mich nicht so, verdammt. Was können Sie nicht machen? Doch, ich finde das lustig. Also, ich habe jetzt mal mit dem Herrn Tobias gesprochen und angeblich war das alles schon da. Und er hat die Fackeln drumherum gesetzt, um es zu entschärfen, hat er gesagt. Dann hat sich das Fräulein Sissy nochmal zu Wort gemeldet und meinte, diese Hunter, die hier in der Gegend rumlaufen, die hätten sie einfach ohne Grund angegriffen. Sie ohne Grund? Sie war am Baumfrüchte sammeln und wurde von denen einfach angegriffen, bis sie umgefallen ist. Ich hatte mit denen auch schon zu tun, das habe ich den beiden gesagt, aber da habe ich den einen aus Versehen gehauen. Und dann haben die mich angegriffen. Also irgendwas stimmt bei den beiden auf jeden Fall nicht. Hat sie gesagt, wieso sie angegriffen haben oder einfach so? Sie hat gesagt, es ist einfach so passiert. Einfach? Ja, ohne Grund jemanden zu töten, das ist jetzt nicht... Oder umzuhauen. Ja, das ist seltsam. Also mich... Ich habe die ja damals auch, wo ich hier angekommen bin, gesehen. Und ich stand dann halt so vor ihm, habe ihn angesprochen. Er hat nicht reagiert und dann habe ich halt aus Versehen das gemacht und dann haben die mich angegriffen. Okay. Aber wenn ich jetzt so an denen vorbeilaufe, überhaupt nichts. Die lassen mich in Ruhe. Entweder hat der Baum den gehört, wo die Früchte dran waren, entweder oder das Stück Land. Oder das Fräulein Sissy verbirgt was. Vielleicht hat sie Stress mit denen. Aber das war doch zum Anfang nicht so. Wo ich aufgetaucht bin, ist ja hier auch durch die Wälder gesprungen. Und die haben nichts gemacht. Ich werde das mal weiter beobachten. Und falls sie mal irgendwas sehen sollten... Einfach zu mir kommen und Bescheid geben. Ich werde mich dann melden. Alles klar, danke. Achso, was machen Sie hier oben eigentlich? Ich war kurz im Gedanken und habe dieses Buch hier genauer gelesen. Sind da Bilder drin? Nein, aber Rezepte. Okay, dann ist das nichts für mich. Kochrezepte? Nein. Schade. Dann wäre es was für Fräulein Sissy gewesen. Sie macht doch, hier. Ja, soweit ich weiß, damit sie ja die Baumfrüchte, da kann sie die bestimmt auch zubereiten. Bestimmt. Ich werde sie mal, wenn ich das nächste Mal sehe, fragen. Machen Sie das. Oh.
Überraschung. Scher dich. Hui. Das Mistvieh. Die halten nicht viel aus. Nee, nicht wirklich. Aber sie sind nervig. Ja. War denn der Schreiner jetzt eigentlich mal da, wo ich geschlafen hab? Ah, nee, der Schreiner nicht. Ah, ich brauch Holz. Und Kisten. Kisten bräuchte ich auch mal. Ich weiß leider auch nicht, wie man die herstellt. Ich auch nicht. Ich könnte zwar jetzt meine abbauen in dem Haus, aber wo mache ich das Zeug hin? Das ist die nächste Frage. Oh. Nur, wie man diese Fackeln macht. Ich hasse es, wenn Monster hier sind. Ja, dagegen müsste man was tun. Ja, ich kenne aber niemanden, der hier vielleicht eine Mauer bauen könnte. So wirklich jemand, der baut, gibt's nicht, oder? Nee. Außer der Herr Ramon kann das vielleicht. Aber wenn ich mir das da hinten angucke, der hat nur Holzstämme hingestellt und draufgelegt. Ja, vielleicht ist es ja erstmal. Ich glaube, der kann nicht bauen. Nee. Naja. Und der Herr Lloyd hat hier ein Haus, in das man nur in den Keller kommt. Das ist auch seltsam. Und was ist mit dem da vorne? Oder ist das Haus? Das, was er hier dran gebaut hat, da kommt man nicht rein. Das ist. Hä? Es gibt hier keine Tür. Oh! Okay. Von wegen keine Tür. Oha! Was ist. Oh! Es sind seine Baumaterialien. Mhm. Und Essen. Vielleicht baut er ja gern. Naja, er ist doch Schreiner. Ja. Aber das sieht nicht aus wie eine Tür. Ganz so gar nicht. So sieht gar keine Tür aus. Wo ist denn die Klinke? Es ist gut versteckt. Aber warum versteckt? Ob sowas noch mehr hier existiert? Vermutlich. Aber warum baut er genau eine versteckte Tür? Das ist doch... Aber so wirklich was versteckt hat er da drinnen auch nicht gehabt. Ja, außer sein Zeug, was man ja vielleicht noch verstehen kann. Und das, er hat ja unten auch noch seine Kiste. Da ist ja irgendwie das Wichtigste drin. Oh. Naja. Wer weiß, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ja, ich werde jetzt erstmal gucken, wo ich mein Haus bauen kann. Ah, machen Sie das. Ja, danke.